Rufschon und willkommen zu einer neuen Folge. zu einem Video, und zwar Nidhogg. Nidhogg. Was ist Nidhogg? Nidhogg ist ein grafisch clean, einfach gehaltenes. Minimalistisches Spiel. Minimalistisches Fighting-Spiel. Genau. Es geht darum, die Gegner abzustechen oder an ihm vorbeizulaufen. Genau. Der Grund hierfür ist, dass es. Eigentlich würde heute Space Engineers kommen, beziehungsweise eigentlich gestern. Ich bin übrigens orange, ist gelb. Ich bin gelb, genau. Uns ist während der Aufnahme ist der Server abgeschmiert. Also nicht der Serverbetreiber-Server ist abgeschmiert und es ging ja den ganzen Abend nicht mehr und dann haben wir es nicht geschafft, als der Server wieder ging, dann nochmal neu aufzunehmen. Deshalb dachten Annie und ich uns, ja, machen wir mal Nidhogg. Das haben Annie und ich jetzt vor Ewigkeiten mal gekauft, dann lange gespielt, dann gar nicht mehr gespielt. Au. Jetzt es ist ziemlich intens. Also, es ist Pixel, au, genau. Also, im wahrsten Sinne des Wortes Pixel, genau. Warum kannst du durch mein Schwert durchrollen? Nein. Screen. Boss-Modus. Oh, scheiße. Wir haben uns gerade auch schon ein bisschen warm gespielt. Da sah es eigentlich immer anders aus, aber Däum ist gerade motiviert. Ich merke das. Mich packt der ich habe gewonnen. Mich packt der Ehrgeiz. Fuck. Also man hat verschiedene Stances, man kann auch sein Schwert Aua werfen. Man kann sich so rollen. Das Problem ist, wenn du einmal an einem vorbei bist. Easy! Easy! Und am Ende wird man halt vom Nidhogg gefressen. Genau. Wollen wir jetzt mal meine Lieblingsmap spielen? Nee, lass alle nacheinander spielen. Alle nacheinander? Gut, dann spielen wir jetzt Wilds, okay? Nee, Clouds. Aber Wilds ist mein Wilds ganz zum Schluss. Nein, nicht ganz zum Schluss. Doch. Da haben die meisten aber schon abgeschaltet. Sagt die Statistik. Ja, dann Wilds kommt. Dann wird's Wilds. So. Das ist die hübscheste Map. Das ist meine Lieblingsmap. Die ist lustig. Oh. Aber nur wegen einem Gimmick und zwar dem Gras, was das hier noch nicht gibt. Was man gerade noch nicht sieht. Ja, komm runter, Bitch. Easy. Gut, dass du in die falsche Richtung rennst. Oh fuck. Ich hab kein Schwert mehr. Nein! Ich hab eins. Nein! Ich bin nicht von mir gehüpft. Kacke. Ich muss mich jetzt mal fokussen hier. Was ist denn das? Also, das Gras ist halt so sein, dass. Oh, Gimmick hier. Nein! Scheiß Bunny Hopper. Es gibt auch sogar einen lokalen Versus. Ich finde es auch jetzt lustig, also, vor allem wenn man nebeneinander sitzt, ist es extrem lustig. Mo! Geh weg. Ah! Ist übrigens jetzt klug, wenn man quasi hier hinten liegt, einfach in die andere Richtung rennen, dann wird man quasi vom anderen respawned. Jetzt läuft gerade nicht so bei mir. Get wrecked. Jetzt muss er auch nochmal an mir vorbeikommen. Komm, gib mir noch eine Chance! Nein! Was soll das denn? Warum sollte ich? Das ist mein Lieblingsmap, da hast du ein bisschen. Nee, gerade da nicht. Wollen wir jetzt die Intense Fechting Map Mainz spielen? Ja, Mainz ist mit die intenseste Map, weil es einfach. Man kann nicht so viel springen. Ja, genau. Es ist halt alles eher so. Wow. Geht recht. Wow. Also, es gibt halt ewig viele Gänge und es ist halt eher so. Man kann halt auch, wenn man. Sagen von unten gegen das gegnerische Schwert gegenschlägt. Den Gegner entwaffnen. Genau. Und das ist halt vor allem auf so einem Gang hier ziemlich dumm. Also ziemlich nicht dumm, aber ziemlich kacke. Scheiße. Easy. Da hat er mich aufgeschlitzt. Und Flickflack. Nein! Du hast mir mit dem Arsch das Schwert aus der Hand gehauen. Ja, komm rein. Das war nicht so ein smart Move. Ludo. Und halt, wenn man das Schwert auf der gleichen Höhe, aber ganz kurz, man hat halt so verschiedene Stances. Wenn man das Schwert auf der gleichen Höhe, dann beim Pari. Man kann sowas machen. Wenn es Tilling macht, dann pariert man. Dann ist gleich. Hey!
Jetzt aber nicht. Ludo. Geht direkt. Ich hasse Klaus. Klaus kriegt Augenkrebs. Klaus ist super. Gameplay-Element hier ist, wenn man zu lange hier steht, fällt man runter. Die Wolken verschwinden halt an manchen Stellen. Aber ich finde, das ist so unangenehm für die Augen. Ich finde die super. Aber es schreit halt irgendwie nach Miami, diese Map. Ja, Hotline Miami. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also irgendwie habe ich das Gefühl, Dauer hat irgendwie mit diesen Höhendingern irgendwie mal Probleme. Ja, vielleicht wollte ich es ja nur spannend machen. Gedreckt. Och Mann. Kommt ihr hier von hinten? Hä? Au. Oh. Ich liebe Wilds. Ich will nochmal Wilds spielen. Okay, ich will nochmal Wilds. Haben wir alle, eigentlich alle durch, ja, ne? Ja. Man könnte sagen, der Umfang des Spiels ist jetzt nicht gigantisch. Ja, aber es ist einfach so ein Spielspaß, vor allem wenn man irgendwie zu zweit öfters zockt oder so. Es ist einfach so ein geiles Spiel. Es ist halt mega intens. Und es hat halt doch eine ziemliche Spieltiefe. Und es gibt auch Online-Matchmaking, also es funktioniert auch relativ gut. Gibt's da auch ESL und MLG? Da gibt's, nee, aber da gibt's halt auch so nackte Russen, die dich abziehen. ich würde gerne respawnen. Danke. Wow, hast du ein Schwert gesehen? Ja. Easy. Und wenn man halt kein Schwert in der Hand ist, ist man schneller als mit Schwert in der Hand. Das ist so ein kleiner Kniff. Hey, was ist mit meinem Schwert? Nee, mein Schwert ist weg. Jetzt macht Deutsch, du hast schon einen Fehler und rennt nicht nach rechts. Wow, nein! Nein! Jetzt könntest du mich nicht mehr kriegen, außer du machst das, was ich... Nein! Wo ist mein Schwert? Mein Schwert ist weggepackt! Mein Schwert ist durch den Boden gefallen! Was mache ich eigentlich? Ich wusste selbst nicht, wo ich war. Hui, hui! Nackte Mann, Random Pitch! Hui! Alligator! Nein! Ich seh dich, Dude. Du bist ziemlich weit links. Ah, fuck! Nein, ich hab das Schwert nicht nach oben bekommen! Hä? Was? Och Mann. Man kann auch irgendwie hier hoch. Ich will kurz ausprobieren. Das hab ich noch nie geschafft. Du kannst die Glasscheibe durchschlagen auf jeden Fall. Nee, man kann auch irgendwie hier hoch, warte. Als ob. Jetzt probier das bitte nicht aus, während wir hier. Doch. Wie soll man das denn machen ohne Doppelsprung? Ich glaube, man kann so ein Salto dann. Es gibt keine Saltaten. Egal. Das muss erstmal mir vorbeikommen. Tür zu. Fuck. Easy. Ich werde vom Wurm gefressen, du nicht. Welche Map jetzt? Nochmal Castle? Okay, Castle. El Clasico. Nur weil ich jetzt keine Waffe mehr hab. Nein, meine Waffe ist weg! Wow. Oh. Was machst du eigentlich da? Na, oh Gott! Wow! Hä? Rollen! Ist halt, glaube ich, unmöglich, ohne Schwert durch die Tür zu kommen, wenn der andere mit Schwert in der Tür steht und nicht komplett dumm ist. Das ist richtig. Kacke. Das ist so die Däumtaktik. Ich werfe mein Schwert nach oben. What are you gonna do now? Nein, es klappt auch noch! Easy. Und die Musik ist auch ziemlich intens.
was zum allgemeinen Spielgefühl beiträgt. Ich würde fast sagen, ein schneller Bomb. Wenn ich darauf achte, verunsichert mich dieses Hintergrundrauschen. Danke, dass du nichts machst. Hä? Ich laufe einfach durch. Ich gewinne gerade. Nein, ich gewinne gerade. Ich bin der Host, an die ich gewinne. Oh Gott, es laggt wieder. Beziehungsweise es buggt oder wie auch immer man das dann nennt. Und wer gewinnt jetzt? Ich gewinne. Ah, okay. Nein, immerhin resettet sich so nach Zeit. Bist du back? Ja, bin weg. Warum machst du dann nichts? Du spielst immer noch wie ein Noob. Hä? Du hast dich gerade getötet. Ja, es war Glück. Guck, ich renn einfach durch. Du kannst überhaupt keine Gegenwehr. Sehe ich. Komm, back das nicht mehr, es wieder verlieren. Kleine Noob. Au. Warum spawn ich denn nicht? Wie habe ich das denn geschafft? Kannst du mal auf dem Hilfe vorbeizurollen? Alter! Fuck you! Easy! Irgendwie auf der Welt gewinnst du immer, habe ich das Gefühl. Ich bin jetzt so der Castle Rusher, könnte man sagen. Castle Rusher? So, noch ein letztes Ründchen. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Keine Ahnung. Ich habe aber Lust auf nochmal eine Runde Wilds, weil es mein Lieblingsmap ist. Komm nochmal Wilds. Heißt es eigentlich Wilds oder Hills? Wilds. Das gehört auch ein H mit einem tiefen. Das ist aber ein D, das wäre dann Hills. Ja, Hills. Ja, Hills, oder was? Jetzt get ready. So, wer jetzt gewinnt, ist der Coolere, okay? Nee. Gesamtpunktestand? Zeigst du bitte schön im Overlay an? Nö. Doch. Sehe ich ehrlich gesagt gar nicht ein. Okay, wer jetzt gewinnt, ist der Coolere. Finde ich gut. Weißt du, dass wir jetzt die nächsten 30 Sekunden nicht reden werden? Du kommst auf Maximum Tension. Ja, was für eine Tension? Coolere. Bin der Coolere. Easy. Ja, das war jetzt ja mal nix. Ich bin trotzdem cooler. Oder willst du noch eine Runde? Eine letzte Runde. Ich finde, meins ist am meisten skillbasiert. Nee, ich finde eigentlich hier ist es skillbasierter. Wilds meine ich. Ich habe das Gefühl, dass in Mainz so mein Fechtskill so ein bisschen zum Tragen kommt. Welcher Fechtskill? Ja, aber ich mach's doch nur spannend, damit ich dich. Was ist denn das? Haha, guck, sag ich doch. Easy. Warum spawnt der denn? Ja. Welcher Fechtskill? Nochmal. Haha, nein! Easy, einfach durchrushen. Hä? Du warst mit meinem Schwert drin! Bei mir kam sogar das. Einfach warten. Oh, was? Alter! Hä? Ich hab dich doch gesteppt! Nö. Jetzt aber, oder? Ja, jetzt aber. Okay, gut. Hä? Eigentlich hat das Spiel auch einen relativ guten Netcode. Eigentlich. Aber was soll das denn, ganz ehrlich? Was? Das! Okay. Get wrecked. Ich gebe zu, ich bin cooler. Also, wir hoffen, dass es dann am Morgen wieder normal weitergeht. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Völkchen gefallen. Genau. Also gönn euch nochmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.